Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von GTA San Andreas. Ich bin euer Koparius und wie immer ist es mir natürlich eine Ehre, für Sie diesen Part aufnehmen zu dürfen. Ja, eine neue Szenerie sehen wir hier. Ich dachte mir, der blinde CJ muss ja den kürzesten Weg wie möglich quasi zu seiner neuen Liebe haben. Okay. Die Frage ist, wo ist diese neue Liebe und wo sind die ganzen Zeichen hin? Egal, die war auf jeden Fall irgendwo hier und hier war halt ein Haus und das habe ich mir dann gekauft Take your für. time and let me love you good. Okay. Ja, 50 hier. 50k hat das Haus gekostet, ist auch ganz groß, ist ganz nett. Viel zu sehen. Hier gibt es ja einen interessanter Fernseher. Schon gehen wir mal nach oben. Da kann ich mich dann umziehen. Was ist hier so los? Okay, interessant. Ja, sonst kann ich euch später einfach das kleinere Haus zeigen, was nur 30k gekostet hat. Hier ist ein Computer. Ja. Was war's, dann gehen wir mal hier raus. Und mal schauen, was auf der Karte hier abgeht. Genau, da in der Nähe. Also, wir haben den CJ jetzt direkt zu Stalker-mäßig hier so ein ähnliches Haus in der Nähe gekauft. Ich kann euch das andere Haus auch mal zeigen. Hier, kommen wir einfach mal. Hier habe ich diesen einen Oldtimer reingeparkt, aber wir nehmen natürlich niemals die Autos raus, die wir geparkt haben, sondern gönnen uns zur anderen Chat hier. Komm, was ist das für ein Wagen? Sieht gut aus. Weg. Give Ist me jetzt your mein drip, Wagen. fool. Jupp, ciao. So. Use the track playlist und dann. Egal. Wir schaffen es auf jeden Fall irgendwie rüber, um. Naja, im letzten Part haben wir uns mit diesen Missionen abgequält, wo wir diese Kopien folgen mussten und so. Und jetzt müssen wir halt rumkriegen, um meine Keycard zu bekommen. Und naja, da ich da in der Nähe bin, wollte ich das auch machen. Auf jeden Fall. Ein bisschen mit ihr daten und so, damit sie uns vertraut. Haben wir das Break. Und hier ist das andere Haus, was ich hier gekauft hatte für 30k. Auch an quasi der Außenseite von Les Venturas. Hier habe ich auf jeden Fall hier die meisten Immobilien gekauft, aber die Animation muss ich jetzt nicht groß zeigen, oder? Hier ist auch ein Motorrad drin, mit dem ich da hingefahren bin. Und ist auf jeden Fall ein kleineres Haus, aber geht voll klar. Hier so der Shit und alles. Die Küche ist ganz nett. Ich meine, sieht alles ganz gut aus. Ich meine, wenn man sich den. Ja, das Bild, was auch in Vice City mal ganz bekannt war, dass ich den Shit leisten kann. Sieht doch nett aus. Ich meine, was kann man sich denn noch mehr wünschen? Ein Vape, ein Haus, gutes Auto, guten Job. Ohne die Polizei, die schwarzen Verkehrsregeln nicht befolgt, ohne Alarm anzuhaben oder so. Keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Wir gehen einfach mal darüber und ja, machen wir mal weiter hier. Ich meine, wir. Hier müssen wir nämlich ja schon am meisten aufgeregt, deswegen dachte ich mir einfach, boah, komm, schießen wir das mit ihr einfach am schnellsten ab und dann müssen wir uns mit ihr nicht mehr rumschlagen, wenn wir ihre Keycard und den Code von ihr bekommen. Dann können wir Rosie helfen und Paulo, Ken Paul und Ken Rosenberg und ja, den weiteren Versteck müssen wir noch arbeiten. Das ist da quasi der große Plan hier, diesen riesigen Überfall zu planen und dann hoffentlich auch erfolgreich durchzuführen. Fuck, mate. Okay, und sie ist gar nicht zu Hause. Gut, dann machen wir nicht. Dann beginnen wir eben die Mission. Ich glaube, ich wollte, bevor ich halt so diese Mafia-Mission mache. Naja, Mafia-Mission mache ich einfach weiter mit den Raubmissionen. Ja, also müssen wir einfach da runterfahren, den Strip. In das Triaden-Casino und dann da einen anderen Shit planen. Ich meine, irgendwann müssen wir sie um den Finger wickeln, sonst kommen wir nicht rein oder vielleicht doch, keine Ahnung. Eigentlich schon. Oh, das macht Sinn. Und natürlich macht es auch Sinn, dass jedes Mal, wenn der Auto sich umdreht, dass sofort das Auto explodiert.
pure Logik. Wie schnell das nächste Auto einsteigen, was man finden kann. Gut, dass so ja nichts abgeschlossen ist. Finde ich nett. Ich will auch jetzt irgendwie nicht ein Thema starten, weil wir eh dann zur Mission kommen. Und wenn wir dann irgendwie wieder lang fahren müssen, dann suche ich mir wieder raus, was da. Achso, ja, okay, das Thema habe ich mir noch gemerkt. Das hat Chris auch auf Discord geschrieben. Oh Gott, ich hatte was im Hals. Ja. Fahren wir da ran. Fahren wir da rein. Was? Open Season of Gangbangers? Ne, die Sache ist so, ich höre die Passanten irgendwie sehr laut, aber dann in der Aufnahme höre ich die gar nicht laut. Naja. So, Damn and Blast. Seem impossible to keep a secret around here. Lol. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Ja, verpiss dich, man. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay, you can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look, I'm gonna go shut off the city's power source. We'll look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Natürlich. Genau. Begib dich zum Flughafen. Du brauchst ein Flugzeug, um mit dem Fallschirm über den Dammkai abzuspringen. Ach du Scheiße. Ich werde viel Spaß haben. Also, ihr werdet viel Spaß haben. Ich werde viel leiden. Ja, ciao. Zu langsam. Meine Geduld ist schon strapaziert genug. Das, ja, ist die Sache. Nein, ich bin nicht traurig, ich brauche was anderes. Das hört sich auch dämlich an. Von dieser Rockmusik gibt es schon 20.000 andere Versionen hier, die ich gehört habe. Aber zu viel Gitarrenmusik gehört. Ist irgendwas Geiles hier noch übrig? Steigen wir zusammen in der Rollbahn ein. Sehr nett. Das ist alles am Müll, Anne. Aber es hat kostenlose Musik, deswegen ich kann mich kaum beschweren. Besser als gar nichts. So, rein da in dieses Passagierflugzeug, direkt den Controller ausrüsten. Okay, wir klettern über den Flügel rein. Oder, nein, über den Gepäckraum. Ja, interessant. Fliegt die Maschine zum Abflugsort über dem Damm. Hallo? Okay. Ja, natürlich für ein Passagierflugzeug sehr behäbig und alles, aber naja, sollte hoffentlich reichen. Ich meine, kann ich hier nicht auf dem Fallschirm? Nein, kann ich nicht. Egal, ich hoffe, dass da mal gerade Fallschirm drin war. Ich glaube, wir hatten sowieso noch einen, deswegen, ja, mal schauen. Im Moment geht's noch gut. Ich meine, ich hoffe, dass mit diesem Wasserflugzeug war nur ein Bug oder so und, weil mit diesem Flugzeug geht alles gut und so und ich hoffe, dass das nächste Mal, wenn ich im Wasserflugzeug steige, alles okay ist. Ich will jetzt nicht drauf anlegen, aber ja, wenn wir müssen, dann müssen wir. Oh, warte mal, ich muss das Gestell einziehen. Damit sind wir, glaube ich, ein bisschen leichter. Also ein bisschen auch aerodynamischer. Okay, was zum Fick war das? Ah, okay, ich muss in diesen Ring rein. Okay. Und so hoch kommt das Flugzeug nicht. Das ist nicht schön.
Na gut, dann müssen wir anscheinend in vielen Wänden bis nach ganz oben kommen. Mal schauen, wie wir das schaffen. Die Grafik sieht natürlich hier absolut fantastisch aus. Wenn die Markierung reicht, drücke F, um aus dem Flugzeug zu springen. Muss ich die Markierung erreichen? Wahrscheinlich. Ich bin hoffnungslos zu tief, ey. Ja, ey. Wie komme ich denn noch höher, ey, in die Luft? Ich weiß ja nicht mal, ob ich irgendwie höher gerade komme oder so. Oder eigentlich schon, doch, doch, doch. Ich schaffe es schon fast, hoffe ich mal. Das wäre schon geil, ehrlich gesagt. So, jetzt bin ich in der Höhe. Müssen wir nur noch hier eine schöne Drehung machen. Fuck. Warte, das war doch so, oder? Ja, genau. Mit dieser Drehungsart da. Ja, ich weiß. Gott bewahre, ey. Oh. Jetzt muss ich sogar. Nein, komm schon. Hier F, so. Puh. Und jetzt schnell wechseln. Oh Gott, ciao. Hui! Hier nehme ich ein bisschen Wildlands mit dem Helikopterverschleiß. Ach du Scheiße. Ja, das ist irgendwie nichts verantwortungsbewusst. Yeah, oh fuck, wir müssen schnell da durchfliegen. Warte mal, wir müssen doch einen Linksklick machen, oder? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh gezogen, würde ich mal behaupten. Tut mir leid, wenn ich eure Zeit verschwende, aber wieso braucht man jetzt ein Flugzeug, um da hinzukommen? Ich meine, kann ich da nicht einfach mit... Egal. Es ist cool. Und hey, also der blinde CJ fliegt ein Flugzeug und lässt es dann irgendwo abstürzen. Ich meine, Curse of Fire, die Storyline mit dem blinden CJ, das war eigentlich nur, wie gesagt, es war eigentlich nur als ein Witz gedacht, weil halt die Brille von dem dann so wie sie, im Vergleich... Die Sonnenbrille sah eigentlich ganz cool aus, aber dann im Vergleich dann direkt mit Woozy, im direkten Vergleich sah es dann halt voll wie auch eine Blindenbrille aus. Manchmal so als Joke, dass CJ auch blind ist. Und Christoph hat das dann quasi als Material dann genutzt, um halt immer diese blinden Storylines dann zu stricken. Begebe ich zum Ende des Dummkeis. Und jetzt auch noch zu sehen, wie ein blinder CJ ein Flugzeug bis nach ganz oben fliegt und dann abstürzen lässt, weil er keine Ahnung hat, wie er fliegen kann oder so, ist dann auch sehr unterhaltsam. Da bin ich bestimmt, da strickt es dann seine Storyline weiter. Ja, gebracht, das werden dich nicht entdecken. Also dafür bietet die Silence Pistol. In der Nähe eines der Container ist ein Messer versteckt. Das könnte dir nützlich sein. Oh, Silence Pistol. Denk daran, geduckt zu gehen. Oh, ich muss mir sogar das Messer holen, aber ich hab doch Kettensäge. Aber Mama, ich mag die Kettensäge mehr. Ich mag die Kettensäge mehr. Bitte lass mich sägen mit der Kette. Kann ich von da schon ziehen? Nee, nicht wirklich. Stop it, for Christ's sake! Muss ich mal vorbei den Eingang. Wo zum Fick kommt aber der Cop her? Wieso steht da ein Cop? Es macht keinen Sinn! Woher kommt der Cop auf einmal? Ist einfach nur reingespawnt so. Hallo, ich bin der Cop, hi, was geht? What the fuck? Die Cops, ey. Ja, ich muss in den Wachen vorbei. Oder ich töte sie einfach alle und ab in den Generatorraum. Muss unbemerkt bleiben. Wirst du entdeckt oder machst du zu viel Lärm, wird das ganze Gebäude alarmiert. Ah. Drücke in der Nähe eines Generators F, um die Ladung zu platzieren. Du brauchst eine Ladung für jeden Generator. Not yet, but we've locked the Quay entrance and the cops are on the way.
Okay, hier bin ich getarnt im Dunklen. Wo ist der Pisser? Ich muss den jetzt clean Headshots verteilen und so, sonst bin ich am Arsch. Sehr schön. Muss genau so mit das gehen. So eine große Herausforderung ist es jetzt eigentlich ja nicht, oder? Mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt an jeden Generator hoch. Ja, Messer in die Hand. Ah, Gott verdammt. Die stehen beide direkt nebeneinander und der läuft hier nur im Kreis. Ist auch nicht geil. Sehr geil, dass du nichts bemerkt hast. Fantastisch. Aber ja, gut ist noch diese Silence-Pistole ab. Hier, Sprengladung ist platziert. Ich habe keine Ahnung, warum wir die. Warum wir hier Sprengladung platzieren müssen. Warum wir den Generator sprengen müssen. Also. Keine Ahnung, aber. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Okay, er dippt einfach am Boden rum und spannend, was ist passiert. Hey, geil. Also ich würde auch da gerne so springen und platzieren mit ein bisschen Rumdipperei. Bin ich dadurch direkt im Schatten? Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich im Schatten. Hier muss ich auch eine springen und platzieren. Jo, ein bisschen rumdippen und so werden springen und platziert. Ist das nicht fantastisch? Würde ich auch gerne machen, ey. Ein bisschen rumdippen. Abisal rumdippen. Und ciao. Ah, fantastisch, das mag ich. Na, du Mechaniker, du darfst du auch gerne verpissen, ciao. Ah, hier, den brauche ich nicht mal. Den brauche ich nicht mal killen, ey, der hat Glück gehabt. Aber nur die Spannung platzieren, easy peasy, lemon squeezy. Und dann haben wir den Scheiß ja. So, ein bisschen rumdippen. Alle Generationen zur Sprengung versinken jetzt zum Ausgang. Jojojo. Yo, yo, yo. Yo, 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 what up? Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the oh shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Ja, wirklich nicht. Ich meine, wir sind ja in einem Damm, schon vergessen. Ja. Natürlich hat CJ halt die Wellen gehört, deswegen. Nice, ein bisschen erfüllt, habe ich immer noch 2 Sterne. Aber hat mir halt nur Respekt erbracht. Gut, dass ihr da ein Schiff bereit ist, mit dem wir dann flüchten können. Es steht auch einfach Gott verlassen irgendwo rum und so und ja, macht's. Mal schauen, wo sie Bootpolizei verfolgt. Hallo? Achso, ich muss ja mal drauf gehen, ey. Bringt nichts daneben zu stehen. Ja. Das ist die Bootpolizei. Das ist nicht geil. Bis jetzt haben sie es. Oh Gott! Raus hier! Raus hier, CJ! Gott. Nein! Oh, komm schon! Wieso ist das direkt neben mir explodiert? Das ist Bullshit, Mann. Oh Gott, was ist das für eine Wichse, ey. Boah. Und da ich natürlich nicht auf diese Waffe verzichten kann, mache ich jetzt einen kleinen Cut. Und wir sehen uns wieder. Ich versuche mit diesem Gott langsam Boot zu flüchten. Bis gleich. So, willkommen zum dritten Try von Ich versuche zu überleben. Ja, mal schauen, wie es läuft. Hallo, komm, aller guten Dinge sind doch 3. Oh, komm schon.
Komm schon, wir müssen uns einfach nur in dieses Flugzeug und dann abhauen oder so, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, komm schon. Einfach nur in dieses Polizei. Okay, er kann mir hier keinen Schaden machen. Das ist sehr gut. Aber wir müssen hier schnell irgendwie raus oder so irgendwie an Land kommen. Gut, das ist ja alles. Schade, dass die Wasserflugzeuge so nutzlos sind. Ich muss jetzt hier irgendwie wegkommen. Ich muss hier irgendwo zu einem Speicherpunkt. Ganz schnell. Okay, dahin. Fuck, man. Ich bin lucky, dass ich noch lebe, ey. Run, 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 run. Einfach nur rennen, einfach nur rennen. Einfach nur hinrennen, speichern. Dann haben wir es im third try. Puh, Gott, ja. Puh, fuck you all, Alter. So. Keine Scheiße, verloren. Ich hab gesagt, ne? Ich werde das nicht zulassen. Ich werde das verfickt nochmal nicht zulassen. Ihr dreckigen Pisse. Naja, während ich dann irgendwie meinen Weg, ach, wisst ihr was, im nächsten Part werden wir dann einfach die Racing League in San Fierro mal einen Besuch abstatten, wenn wir da schon in der Nähe sind. Ich fahr schon mal hin, hab hier noch 3 Minuten und so. Hey, besser als nichts. Puh, meine Güte, Gott sei Dank konnte er nicht durch diese Scheibe schießen. Und dadurch haben wir es dann geschafft zu entkommen im dritten Try. Im zweiten Try haben wir es auch schon auf dem Polizeischiff geschafft, aber leider wurden wir da irgendwie dann halt doch noch gekillt, was halt ziemlich blöd war. Ja, der jetzige Part sollte jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, also der richtige Part sollte jetzt irgendwie schon mindestens eine halbe Stunde bis 40 Minuten laufen, was halt echt nicht geil ist. Aber ja, meine, wenn ich das zurück hatte, sollte am Anfang 19 Minuten sein, jetzt noch 6 Minuten drauf als 25. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wenn nicht, dann auch egal. Dann können wir hier im nächsten Part zu San Fierro rüberfahren, zum Racing Club. Und da unseren Scheiß treiben. Hier rüber auf die Straße. Komm schon, ja, alles gut. Dann hier hoch. Oh. I just stole that. I just stole that, man. Why you do this to me? My friend. So, da rein. Und hier sind wir dann bei der Racing League. Hurra. Und genau da sehen wir uns dann zum nächsten Part von GTA San Andreas. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es mal wieder nicht. Bis dann und ciao.